ist wieder ein guter Morgen. Es regnet wesentlich, aber es ist sehr pustig. Aber ich sitze hier drin, jetzt wieder schön. Hab mal einen Kakao. Ja, ich trinke Kakao und keinen Kaffee. Weil Kaffee mache ich nicht so gerne. Ja, so bin ich halt. Aber Frühstück, das brauche ich jeden Morgen. Richtig ordentlich, damit ich das den ganzen Tag durchhalte und erst abends wieder ordentlich was brauche. Also es ist immer sehr nützlich. So eine Tube lässt sich gut zu verstauen, also ein Glas, noch ein bisschen Marmelade. Passt ganz gut. Ja, die Brötchen sind hier nicht so kross wie bei uns. Aber egal, ich habe jetzt Hunger und muss frühstücken und brauche jetzt die Power für die letzten 90 Kilometer heute. Ja, es geht schon wieder zu Ende. Göteborg ruft, der Wind kommt stark aus Südwest. Es wird bestimmt einige Passagen geben, wo ich dann auch gegen ankämpfen muss. Also, das werde ich brauchen. Also, dann bis gleich. Nach dem schönen Frühstück bin ich schon los. Es ist kurz vor 8, da bin ich schon gestartet. Oh, ich bin früh wach immer. Also klappt das immer mit früh starten. So kann ich es schön genießen. Im Moment so schön mit Rückenwind. Also das Zelt zusammengepackt bei solchen Verhältnissen. Also hat es richtig gepustet. Oh, es war schon ganz schön schwer, das einzupacken. Oh. Als Rückenwind ist ja okay, aber es wird sich noch mal so ein bisschen reindrehen. Hinter dem nächsten großen Ort Kumbaka, das ist, glaube ich, so heißt der Ort. Da drehe ich so ein bisschen auch Richtung Südwesten so leicht, dann habe ich den als Gegenwind. Aber es ist nicht lang, 5, 6, 7 Kilometer. Aber da, das werde ich wohl schaffen. Und dann geht es nach Göteborg schon. Oh, hier ist jetzt noch ein bisschen das Meer zu sehen. Das wird es auch nicht so häufig geben. Immer, es geht immer weg, wieder hin, wie es die ganze Zeit war. Aber ohne Regen sieht auch das hier, das Hinterland, das echt klasse aus. Jetzt kann man das auch wieder hier genießen, nicht so wie gestern. Regen, ja, wird es vielleicht auch mal geben, also Schauer sind nicht ganz ausgeschlossen. Wollte ich mal hoffen, dass ich gut durchkomme. Also, auf geht's. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Nach Kilometer 17 bin ich jetzt hier an so einem kleinen Hafen angekommen, mal wieder in so einer kleinen Bucht. Ja, gerade eben durfte ich mal so einen Kilometer oder anderthalb mal gegen den Wind kämpfen. Ja, das hat was. Da wird man richtig durchgepustet. Heute ist ja wie es bis jetzt ohne Regen, sieht das ja doch alles viel besser aus. Das wäre echt schrecklich. Also die Leute von gestern, die in die andere Richtung gefahren sind, ja, die waren ganz schön angestrengt und dennoch der Regen. Das war bestimmt nicht toll, aber heute ja, sieht es ja auch ein bisschen grau aus. Die Sonne war mal kurz da, aber ich will jetzt nicht meckern, solange es trocken bleibt. Alles gut. Ja, süßer kleiner Hafen hier. Strecke war jetzt mal wieder durch die Felder, kleine Häuseransammlungen. Mehr war es nicht, die Autobahn mal wieder gekreuzt. Ja, aber sowas hier ist ja immer wieder schön. Echt klasse. Ja, jetzt geht es gleich zur Stadt rein. Mal sehen, was da so los ist.
Die Stadt Kungsbacka ist erreicht. Was soll ich sagen? Nicht viel zu sehen hier. Ein kleiner Marktplatz. Ja, ein paar alte Häuser. Hier so ein Kanal oder Fluss, was hier ist. Ganz nett. Und nun kommt der schwierige Teil. Jetzt dreht es nach Südwest. Jetzt muss ich gegen den Wind. Aber es sind ja auch nur noch 64 Kilometer bis ins Ziel. Nicht mehr weit. Dann ist es schon geschafft. Ja, freue ich mich drauf, auch ein bisschen. Irgendwann ist immer alles zu Ende. Aber ja, Kattegat-Läden, tja, mit 390, so lang ist er ja auch gar nicht. Es geht ja. Wenn nicht immer Wind wäre, wäre er auch noch ein bisschen einfacher, als er jetzt zur Zeit ist. Naja, erstmal muss ich jetzt gegen den Wind, also dann bis gleich, wenn ich wahrscheinlich das Stück geschafft habe. Hier sieht es wieder sehr gut aus. Ich bin in Gotzkehr. Das ist so ein kleiner Abstecher von der Straße. Ja, das waren jetzt 12 Kilometer. War doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Aber Gegenwind hielt sich in Grenzen, war ja alles bebaut und Häuser, aber viel befahren, laut, also ein Stück eigentlich zum Vergessen. Aber diese Abstecher hier runter nach Gotzkehr. Das scheint sich ja zu lohnen hier. Sieht da super aus wieder. Kleine Insel direkt hier vorne. Man kann hier. Ja, das ist auch so ein Fjordartig, so eine kleine Bucht. Sehr schön. Ja, hier brauche ich jetzt echt mal eine Pause. 11 Uhr erst. Trotzdem, ich bin da schon lange unterwegs. Ein kleiner Snack wieder. Und dann geht es wieder weiter. Aber gerade eben muss es mal ganz kurz regnen. Und seitdem kommt jetzt die Sonne raus. Naja, das freut mich doch sehr jetzt. Ich hoffe, sie bleibt auch mal ein bisschen. Naja, und ich bleibe hier im Moment und esse was. Also, und dann geht es weiter. Es geht weiter an der Straße. Bis ich wieder dann wieder ans Meer komme, dauert auch schon wieder ein ganzes Stück.
Ja, das nenne ich Glück. In dem Moment, wo hier der Schauer runterkommt, der eine, der erstmal kommen soll, das ist eine kleine Bushaltestelle mitten im Nirgendwo. Sonst ist hier auch nicht viel zum Unterstellen sonst. Oh, Glück gehabt. Naja. Ich biege gleich ein bisschen ab vom Kattegat-Leben. Im Bikeline stand ein oder so ein Abzweiger mit drin. Ja, weil es geht immer weiter an dieser Straße, ist ein bisschen langweilig und da kommt man nochmal ein bisschen näher wieder ans Meer. Also ich mache einen kleinen Abstecher, aber von der Strecke her ist es so ziemlich dasselbe. Ich warte hier erstmal einen Moment ab. Ich habe noch so 40 Kilometer bis nach Göteborg, also es ist schon wieder über die Hälfte heute. 12 Uhr, oh, die Zeit rennt, es ist halt bald, geht alles so schnell vorbei. Naja, ich fahre das hier erstmal ab, ich habe da Zeit und dann geht es wohl hoffentlich im Trockenen weiter. Ja, siehst du, hat sich der Umweg doch schon, naja, Umweg ist es nicht richtig, dieser Abzweig doch schon gelohnt. In Lehrweg hier am Hafen, ja, den hätte man sonst verpasst, sonst wird man nur an der Straße fahren. Also das war schon richtig, richtig toll hier. Sieht schon wieder stark aus, auch hier aufs Meer raus. Ja, Göteborg ist nicht mehr so weit, 40 Kilometer nur noch. Sehr felsig jetzt hier geworden. Komplett anders. Wie ich immer sage, es ist komplett anders schon wieder. Schroffe Felsen, ja, die sind noch glatt geschliffen vom Gletscher. So ein bisschen, das sieht man. Aber es ist echt so eine andere Landschaft und toll. Wenn nur noch die Sonne rauskommt, nach diesem Schauer sieht es jetzt ein bisschen besser aus. Das sieht nach mehr Sonne aus. Da habe ich zum Schluss vielleicht ja noch Glück im Unglück. Gerade hat hier ordentlich geregnet, also es war nicht wenig, weil es schwimmt hier schon teilweise. Aber ich war ja schön trocken da. Naja, es geht jetzt weiter Richtung Göteborg. Langsam, aber sicher. Nach 5 Kilometern bin ich wieder auf den Kattegat-Leden. Also die kurze Strecke da, dieser Abzweiger vom Bikeline, die sie da genannt haben. Also ist echt toll da. Würde ich vorschlagen, statt da oben auf der Straße. Jetzt bin ich wieder drauf. Noch ja, 36 Kilometer bis ins Ziel. Könnte länger dauern, der ganze Weg. Also muss sagen, 1 Uhr. Ja, ich mach ruhig, aber die Kilometer purzeln jetzt. Komisch, die anderen Tage war es genau andersrum. Ah, naja, weiter geht's. Nur für euch mache ich jetzt noch mal eine kleine Runde durch die Halbinsel Cero. Einfach wieder klasse.
Die Sonne kommt jetzt voll durch. Wunderbar. Ah, die Schauer ziehen weg. Ja, das sind noch nicht die Westscheren, aber es sind überall diese Inseln, diese Felseninseln. Sind sie noch nicht? Die gehen erst ab Göteborg los, aber eigentlich sind das schon hier die Ausläufer. Ja, sieht schon wieder unglaublich toll aus hier. Das muss man echt mal angeschaut haben. Der Ort hier, auch ganz witzig. Eigentlich war es früher auch mal eine Insel. Ja, die Häuser sind alle oben auf dem Felsen drauf. Wunderbar angelegt. Also das sieht so klasse aus. Ja, gibt auch viele Parkplätze hier. Ich schätze mal, im Sommer ist hier auch die Hölle los. Wie überall jetzt, wo ich war, in jedem Hafen oder so, da waren Parkplätze. Also da muss ja was los sein im Sommer. Ah ja, wenn man sich das hier anschaut, ist klar. Ja, nur noch 30 Kilometer bis Göteborg. Aber im Moment ist das echt eine richtig schöne Strecke, was am Anfang ja doch viel gefehlt hat heute. Oh, das waren schon wieder 10 Kilometer über einen Bahntrassenradweg, über gut ausgebaute Radwege, aber nicht viel zu sehen, nur außer Häuser. Ja, Göteborg ist jetzt nicht mehr weit, nur noch 20 Kilometer, ja, wirft die Schatten voraus. Hier ist nochmal so eine kleine Bucht mit ganz vielen Gänsefamilien, das ist niedlich. Aber das gibt es immer nur so ab und zu in Häppchen. Ja, gleich noch ein paar Mal sieht man gleich noch mal ein bisschen das Meer und dann geht es richtig rein in die dicke Stadt. Und dann kommt man an den, ja, ich weiß nicht, Goethe-Fjord oder so, da wo die Fährhafen ist. Da ist man schon bald. Ja, die Reise auf den Kattegat-Läden ist bald zu Ende. Ja, so schnell geht das. Gefühlt bin ich doch gerade erst wieder gestartet. Ah, dann muss es jetzt gleich wieder weitergehen. Mann, da ist noch mal so ein richtig grandioser Abschnitt jetzt kurz vor Göteborg, bevor ich in die Stadt reinfahre. Alter, das sieht so toll aus, unglaublich, wunderherrlich anzusehen. Also das ist richtig klasse, unglaublich, dass man so weit gekommen ist, dass die Landschaft sich schon wieder so geändert hat. Oh, warum war ich nicht schon vorher hier? Oh Mann, ja, jetzt geht es erstmal noch durch die Stadt, bevor ich an den, ja, Goethe-Fjord komme oder so, wie das da heißt. An den Fährhafen vorbei muss ich noch und dann geht es in die Innenstadt. Ja, ist nicht mehr weit. Unglaublich hier gerade wieder.
gerade eine Unruhe hier. Hier ist auch Krach. Leute, Leute. Das ist ein Unterschied hier in Göteborg. Jetzt bin ich wirklich richtig drin in Göteborg. Da ist die große Brücke über den Göta-Fjord oder wie man das hier nennt. Großer Hafen, Container-Terminal da hinten. Das wird so großstadtmäßig hier gerade. Man ist angekommen. 89 Kilometer, ja, ich habe jetzt schon wieder ein bisschen mehr. Ich habe ein paar Abzweige auch genommen. Ging irgendwie doch wieder schnell, Kilometer puzzeln. Und jetzt ist der Kattegat-Läden so gut wie vorbei. Der endet am Bahnhof, ein bisschen durch die Stadt noch und dann ist er zu Ende. Aber ich kann euch eins sagen, wer bis hierhin geguckt hat, weiß es jetzt. Es ist noch nicht zu Ende meine Reise, denn ich habe noch viel mehr Zeit. Ja, ich habe noch einiges vor. Das waren ja nur die 390 Kilometer auf dem Kattegat-Läden. Und ich habe noch viel mehr geplant. Ich habe nämlich noch... Das müssten 12 Tage noch sein. Ja, 12 Tage. Maximum bis Pfingstmontag hätte ich Zeit. Und deswegen mache ich noch eine weitere Reise ins Landesinnere Richtung Jönköping zum großen See, den zweitgrößten See, der da ist. Der Wettern, den möchte ich umrunden. Tja, und dann komme ich wieder in Jönköping an und dann geht es Richtung Süden, Südwest, Richtung Helsingborg. Bis ich da wieder ankomme. Also das ist, sind noch richtig viele Kilometer, über 800, also es ist noch lang nicht vorbei. Nur der Kattegat-Läden, der ist gleich fini und es war echt wunderbar, wunderherrlich. Auch hier jetzt nochmal in die Stadt einzutauchen, das gehört dazu, auch wenn das teilweise ja sehr laut war. Ich mache hier jetzt noch eine kurze Pause und dann fahre ich mal rein in die City. Sieht so aus, ob da wieder was Graues kommt. Na, dann will ich ja beim Hotel sein, denn heute habe ich ein Hotel. Morgen früh soll es richtig, richtig stürmen. Also richtig starker Westwind. Habe ich natürlich morgen als Rückenwind. Aber hier gibt es natürlich auch einen Zeltplatz, aber bei dem Wind. Heute Morgen war es schon schwierig, das einzupacken, obwohl es noch gar nicht so stark war. Also habe ich mir das geschenkt und heute gibt es Hotel. Kann ein bisschen Wäsche waschen, mal ein richtiges Bett. Ausschlafen, ordentliches Frühstück und dann, ja, es geht dann in die Wildnis. Denn, ja, das Jedermannsrecht gibt es hier und das möchte ich dann auch mal ausprobieren. Aber dazu wird es morgen mehr geben. Heute gibt es das Ende vom Kattegat-Läden. Ja, Fazit wahrscheinlich auch noch. Aber ich fahre jetzt erstmal rein. Also bis gleich. Thank you.
Ja, der Flatternradler ist jetzt hier in der Großstadt. Ja, gar nicht weit. Die Steenalein und die Scandinavia. Ja, die fahren ja nach Kiel oder Friedrichshain. Nach Kiel, da wäre ich fast zu Hause. Aber da will ich noch lange nicht hin. Aber leider zieht jetzt so ein bisschen eine graue Suppe auf. Und es wird immer windiger. Leider, leider kann ich das hier nicht so genießen. Oh, verdammt, aber ja, ein bisschen Regen kommt auf, aber jetzt ist auch Zeit. Es ist zu Ende. Zeit fürs Fazit. Es war ein toller Weg. Hat natürlich seine Schwächen gehabt. Ja, was soll ich sagen? Große Stücke, so wie in Haaland, Halmstad, oder wie hieß es noch, Halmstad. Oh, da war es nicht so schön durch die Stadt. Auch heute, ja, da waren auch zeitweise nicht so schön. Es ist sehr asphaltlastig, der ganze Weg, muss ich sagen. Wenig Gravel, Natur, ja, hat man ab und zu, aber ist halt die Küste. Hier in Schweden ist die Küste eigentlich immer sehr gut bebaut. Die paar Reservate, die immer mal wieder dazwischen waren, ja, die haben das dann nicht so rausgehauen. Aber man hatte sehr viele schöne Ansichten und Aussichten, und die Etappenlängen habe ich mir gut eingeteilt, fand ich auf jeden Fall. Also hier ist alles vorhanden, Verpflegung auch überall, gut, was man haben will. Imbisse und so gibt es ja auch genauso, alles, Restaurants, ja, Einkaufsmöglichkeiten, alles ist gut. Wenn man ein bisschen Englisch kann oder so wie ich noch ein bisschen noch kann aus der Schule, es geht, es funktioniert. Ja, es ist bei mir schon 27 Jahre her, so letztes Mal gebraucht das Englisch. Ja, ich habe mich vorher natürlich noch mal ein bisschen aufgefrischt, aber man kriegt das alles nicht so schnell wieder hin. Aber ich habe ja 2 Jahre eigentlich Zeit gehabt. Ich habe das ein bisschen schleifen lassen. Aber es hat gelangt. Aber Englisch ist hier vom Vorteil auf jeden Fall. Denn funktioniert eigentlich auch alles. Manche können auch Deutsch. Ja, die Campingplätze, ja, die sind hier etwas teurer. Besonders in Orlovsbo, 35 Euro, das war schon heftig. Mann, was ein Wind jetzt. Es wird immer stärker, je näher das hier kommt. Aber naja, boah, ich kann nur sagen. Campen war gut, hat mir gut gefallen. Der letzte war auch sehr schön. Die Strecken, Längen, ja okay, waren recht sportlich. Wetter muss man immer ja, schauen. Ich hatte einen Regentag, so wie jetzt. Ordentlich Wind. Ich hoffe, ihr hört überhaupt was. Ja, das muss man immer einkalkulieren. Also wenn ich in eine andere Richtung gefahren, hätte ich viel mehr Gegenwind gehabt. Das wäre viel schwerer gewesen. Ja, Schwierigkeiten waren da gar keine. Bis auf einen Berg. Das war die zweite Etappe. Da ging es bloß auf 140 Meter hoch. Das war eigentlich die einzig richtig schwere Steigung. Mal ganz kurze Stiche zwischendurch. Aber das war doch nichts. Also für mich war das eher weniger die Herausforderung. Also der war für mich sehr einfach zu fahren, hat echt Spaß gebracht, auch wenn er natürlich seine Schwächen hat. Das hat aber fast jeder Radweg, ob es der Elbe-Radweg ist oder... Ach, irgendwo musst du immer durch die Stadt. Oder es ist laut, irgendwo ist eine Autobahn. Alles in allem hat mir sehr gut gefallen. Ich würde ihn auch wieder fahren. Aber jetzt, ja, jetzt werde ich mir hier noch die Stadt angucken. Ach, was mir auch sehr aufgefallen ist, für E-Bikes, Ladestation habe ich keine einzige gesehen. Mal so Luftpumpen gab es, so eine Station, da konnte man Luft aufpumpen oder so, mit ein bisschen Werkzeug dran oder so, aber E-Bike-Ladestationen, so wie in Deutschland vielleicht, wo man es einschließen kann. Vielleicht gibt es hier das in Göteborg in den Parkhäusern für Fahrräder, aber naja, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber das war eigentlich nicht vorhanden. Beweis, wie man mal im Imbiss oder Restaurant da mal eine Pause einlegen kann und dann seinen Akku laden kann. Also sonst war eigentlich alles top. Ich bin zufrieden. Volle 5 Sterne würde ich für alles nicht vergeben. Gerade weil es auch viel durch die Stadt ging und sehr, sehr viel Asphalt, muss ich sagen. Aber die Aussichten zwischendurch, die waren grandios, wenn sie mal da waren. Also das Wetter am dritten Tag war ja sowas von toll. Das hat das alles ganz anders gezeigt. Hätte ich gerne für alles gehabt, für alle Tage, aber man kann ja nicht wirklich alles haben. Aber naja, hier ist es echt laut in der Stadt. Ja, hier wohnen ja auch
Ich weiß gar nicht, wie viel größte Stadt von Schweden ist. Ja, hier ist was los. Ja, ich fahre jetzt noch in die Stadt. Schau mir das hier noch ein bisschen an und dann geht's ins Hotel. Aber ich nehme euch auch noch ein bisschen mit. Also als Fazit kann ich sagen, kann ich empfehlen. Also Schweden ist toll. Je nördlicher man kommt, umso anders wird die Landschaft. Ja, also denn bis gleich vielleicht nochmal im Hotel. Das muss ich mal sehen. Ich gucke jetzt nochmal in die Stadt. Ich hoffe, der Regen, ja, das kommt bald. Lässt noch ein bisschen auf sich warten. Hier ist nur das endgültige Ende oder Anfang, wie man sehen möchte. Das war's. Also, war ein Trubel hier in der Stadt, also das ist ja schrecklich. Aber mit Fahrrad kommt man hier sehr gut durch, also mit Auto würde ich echt verzichten. Das ist echt krass. Ja, wenn man möchte, rein in den Bahnhof. Da fährt stündlich einer Richtung Helsingborg und der fährt sogar noch weiter. Na, bis nach Kopenhagen jeden Stunde, der Öresundtag. Also ist absolut ganz schnell gemacht. Fahrradmitnahme, alles ist dabei. Also ich wäre jetzt ganz schnell, auch heute wäre ich sogar noch wieder in Helsingborg, wenn ich wollte. Aber ich habe jetzt hier einen Kilometer weiter ein Hotel, einigermaßen günstiges. Ja, es ist alles nicht so günstig hier, das habe ich gemerkt. Lebensmittel ist ein bisschen teurer, aber ich habe eigentlich noch nicht so viel gekauft. Ich habe da noch einiges da drin. Ja, das hat eigentlich immer gut geklappt. Natürlich war ich natürlich auch noch im Imbiss. Das werde ich wahrscheinlich heute auch irgendwie irgendwo noch was essen gehen. Ah, irgendwie muss ich das hier noch feiern. Ah, aber wie, werde ich sehen. Ich mache jetzt hier Schluss. Vielleicht mache ich noch eine Göteborg-Runde in der Stadt zu Fuß. Jetzt fängt es ein bisschen an zu regnen. Ja, damit ist jetzt hier Schluss. Aber es geht auf jeden Fall weiter, meine Reise. Die ist noch nicht zu Ende. Also, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin moin oder wie man hier sagt, adieu oder so ähnlich. Tschüss und Prost mit dem Siegerradler. Bis zum nächsten Mal.